Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Nowosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Oh ja. Und nur mal so, wir würden es für alle aus dem Team tun. Natürlich ist es für Miller und uns was Besonderes, aber wir würden es für alle aus dem Team tun. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Metro Exodus. Und jetzt geht's nach Nowosibirsk. In die tote Stadt. Und gerade in der letzten Folge haben wir noch gehört, das soll hier jetzt nicht gerade sehr lebensfähig sein und die Strahlung einfach nur exorbitant groß. Na, das wird ja ein Spaß. Und mir fällt ein, ich hätte mehr... mehr Filter machen sollen. Das sieht aber auch gut aus. Was sagt man dazu? Wir sind in Nowosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Rücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Oh doch, die wird es wieder geben. Wie immer. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Mir nach! Und mir fällt ein, ich war blöd. Sie können auf uns zählen! Ich hoffe, wir kommen nochmal an die Werkbank. Scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Express steht auf den Zügen. Knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Test, Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch an. Aljoscha! Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Viel Glück. So, wir gucken als erstes natürlich noch mal ganz kurz. Okay, zwei Postkarten und viel zu viele Tagebücher oder Notizen oder was auch immer. Eieieiei. Hast du einen Einsatz, um Tante Anna zu retten? Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Sehr schön. Danke dir, Nastja. Wiedersehen, Onkel Artyom. Wiedersehen, Nastja. Bis was später. Was ist Tante Anna? Teddy und ich passen auf sie auf. Danke euch.
Geht ihr jetzt? Ja. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom. Der Anfall ist zu Ende. Ich habe alles getan. Damit du dir keine Sorgen machen musst. Ihr Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Komm bald zurück. Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Das ist alles süß mit dem... Die beste Medizin sind wir und sowas. Das ist alles ganz süß gemeint, aber... Die beste Medizin ist Medizin. Wach nicht auf. Schlaf bitte weiter, okay? Bald, Anna. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. The fuck? Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetan. Du wirst sie brauchen. What the f... Wir hatten mal deutlich mehr. Wo ist denn das alles hin? Willst du mich verarschen? Ist alles hierfür draufgegangen oder was? Nee. Kann ja gar nicht sein. Alter. Bei den Crashes vom Zug gefallen, sagt der Chat gerade. Ja, das kann natürlich sein. Mit ihm oder darauf? Mit ihm oder darauf. Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Gib mir Mühe. Steig auf. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Außer hier rumzusitzen. Ich soll die Leitung übernehmen, ja. Fahr mal rechts. Keine Ahnung. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung nehme ich an. Könnte gut sein, ja. Fahr mal da drüben rein. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein.
In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Oh, wir wissen doch jetzt schon, dass das scheiße wird. Tja, und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Nee. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Ja, dann fang nicht das mit so einem Scheiß an. Ich bereue das gar nicht, dass wir gegangen sind. Wir durchkommen. Festhalten. Was ist denn das für eine Alternative, die ganze Zeit in der Metro in Moskau rumzusitzen? So ein Quatsch. Es ist richtig, dass wir gegangen sind. Es konnte doch keiner ahnen, dass Anna da runterfällt. Das jetzt uns anzulasten, ist auch ziemlich assi. Ganz im Ernst, Kollege. Und dann ein Thema anzufangen und das dann wieder sagen, naja, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Ja, dann fang's nicht an. Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Was, geht raus oder was? Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Ich habe Molotow-Cocktail dabei. Ja, nun. Übernimm das Steuer, Artyom. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Ja, und wo lang soll ich? Vorsicht! Pass auf den Wagen auf! Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Ich denke eher, dass es unterwegs Sachen gibt, die uns abhalten wollten. So viel Schnee! Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Alter. Kannst du mal mit der Scheiße aufhören? Ganz im Ernst? Pass auf den Wagen auf, Artyom. Ja, dann kann ich halt da nicht durch. Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier, der Hof zur Linken. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Weißt du, Miller, wenn du die ganze Zeit uns die Schuld gibst, dann sag das einfach. Vorsichtig, Artyom. Vorsichtig. Oh, fuck. Oh, das fuck. Wetter wird immer schlimmer. Oh, genau fuck. Wie die Strahlung. Oh, hier können wir nicht bleiben. Nach links. Weißt du, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Okay. Dann tu aber in Zukunft bitte nicht so, als wenn du auch dir die Schuld gibst. Sag einfach, wir sind schuld und ist gut. Okay? Gott verdammt! Noch ein Haufen Autos! Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Können wir eigentlich jetzt hier raus? Jetzt ist keine Zeit für einen Spaziergang. Übernimm das Steuer und auf geht's! Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen.
Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Na los, auf geht's! Ja, wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt! Ich bin sogar vor dir gerade gewesen. Wir nähern uns einer großen Kreuzung. Der Eingang zur Station ist direkt da. Au. Aufpassen! Okay, da kommen wir nicht lang. Weiter! Was hier? Wir hier in die Metro. Du bist doch verrückt. Ach du Scheiße. Nein! Ah, super Idee, Miller. Ganz klasse Idee. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Das ist mal ein Einsturz. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Granate. Oder einfach durchgehen. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Danke dir. Lass uns das machen. Ja, dann machst du dich endlich mal nützlich, Kollege. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir müssen zur Station am Lindenplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Scheiße. Die Tunnel. Das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Klar, ganz in unserem Element. Sehe schon. Tote Menschen überall. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Machen sie auch. Keine Sorge. Ohne Mist, der Miller ist mir gerade so dermaßen unsympathisch. Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Ja, geh halt hier durch. Kneipe. Probieren wir mal, uns hier durchzuquetschen. Ja.
Da ist der Durchgang. Bewegung. Ich gebe dir Feuerschutz. Du mir Feuerschutz. Na super. Hi, grüß dich. Na? Archo, festhalten! Na ja, den hab ich schon im... Nimm das! Was ist denn das für einer? Alles in Ordnung? Gut. Wenn du noch einmal neben meinem Ohr schießt, ich mach dich kalt. Schon. Wow, da kommt wer! Bereit machen! So ein bisschen wie mutierte Maulwürfe aus. Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause verwandt. Und in dieser Metro wimmelt es davon. Ich denke, mit denen kommen wir klar. Was fressen diese Dinger hier eigentlich? Menschen. Willst du mir sagen, ich komme da nicht hoch? Okay, da hinten ging es also lang. Aber ich wollte natürlich vorher gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich meine, ich weiß ja, dass es ein alter Mann ist, der quasi versucht, irgendwie seiner Tochter, ne, das Leben zu retten. Und ist halt schwer für ihn, sich an neue Sachen anzupassen, aber... Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Ey, warum haben wir nur noch 65 Schuss von der? Also ich weiß, dass wir gerade ein bisschen was verballert haben, ja, aber nun wirklich nicht viel. Und wir hatten vorhin noch 180, deswegen hatte ich da jetzt nicht nochmal hingeguckt. Das war voll. Was hat denn der Tokarev gemacht, der Knallkopf? Mann. Novosibirsk steht drauf. Novosibirsk. Wow. Wow. Ach so, oder? Moment. Das sieht ja mal richtig gut aus. Nett. Cool. Ja. Und klack. Ach, Licht. Sehr schön. Michael, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal, unsere Filter sind kompletter Müll und am der Sibirskaya wurden sie diesen Herbst erneuert. Können meine Kinder in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das geht nicht, Nikitic. Das Militär hat dir jetzt das Sagen und die lassen keinen rein. Aber keine Sorge, sie verteilen jetzt den Strahlenschutzstoff. Soll ich meinen Kindern etwa diese grüne Scheiße geben? Kommt mir bloß nicht damit. Das grüne Zeug ist besser als alle Filter, die ihr kriegen könntet. Wie ich schon sagte, keine Sorge. Ihr müsst es ja auch nur ein paar Monate nehmen, bis die Situation sich verbessert. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, machen wir das. Gut. Wir hatten auch mal noch deutlich mehr
Pistolenmuni. Der hat ja echt alles kaputt gemacht. Tokarev, was soll denn die Grütze? Das war alles so schön. Und jetzt haben wir kaum noch Muni. Knallkorb. Verdammt! Noch ein Sack. Die Brücke ist hinüber. Üblicherweise finden sich in solchen Sandern zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Da unten ist eine... Da unten ist eine Kiste. Genau da. Warum ist da unten eine Kiste, wenn man da nicht hinkommt? Oder kommt man da irgendwie hin? Kommen wir wieder hoch. Ich habe Blutegel auf der Haut. Habt ihr das gesehen? Da war Blutegel auf dem Arm. Was ist hier? Nix. Okay. Ja, gut. Ja. Du wirst dich doch wohl hier mal hochziehen können. Ja. Hi. Na du? Muss ja mal gucken, ne? Ah. Da guck einer schau. Sehr schön. Ich würde jetzt aber tatsächlich mal gucken, dass wir hier die TH noch ein bisschen weiter verwenden können. Nice. Und vielleicht kriegen wir da die Viecher auch weg damit. Ja, ja, gut. Hier könnten wir rausgehen. Mhm. Machen wir. Oh.
Und hier sind die Einheimischen. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? Mhm. 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ja. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Gute Frage. Vielleicht finden wir hier was drin. An, Kommandant der schnellen Eingreiftruppe Oskom, Oberstleutnant Klerpnikov. Sie erhalten hiermit den Befehl, die gefangenen Ausländischen zur Sonderabteilung zu bringen und anschließend sofort eine Verteidigungsstellung an der Sibirskaya-Station aufzubauen. Vorsitzender Oskom, Generalleutnant Vinogradov. Die Aufständischen also, ja? Ja, gut. Habe ich Ausländischen? Ich glaube, ich habe Ausländischen vorgelesen. Ich meinte Aufständischen. Ich dachte halt jetzt wieder, dass sie genau den gleichen Mist machen wie halt eben in Moskau. Was alles, wenn es nicht die eigene Station ist, dann gleich wieder irgendwie furchtbar macht. Okay, dann gehe ich mal hier. Ich würde gern, dann kann ich nicht hinein. Okay. Gut. Aber diesen Rest hier werden wir erstmal erkunden in der nächsten Folge. Genauso ist es. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.